Yo, servus Leute, was geht ab? Ja, heute kommen wir wieder zu einem nicht kleinen Unboxing-Video, zu einem etwas größeren Unboxing-Video. Und zwar kommen wir zu diesem guten Stück, ja. Wir haben mal wieder von Intertech eine Wasserkühlung bekommen, eine 240er. Was soll ich sagen? Ich würde einfach sagen, wir werden das Ding testen, in meinem Testsystem verbauen. Vorher unboxen wir das Ding, dann verbauen wir es und dann ziehen wir unser Fazit davon, ja. Also, wenn es euch interessiert, würde ich sagen, einfach dranbleiben. Nach dem Intro geht's gleich weiter. Also, wie auf jeden Fall schon angekündigt, hier haben wir das gute Stück. Ja, hier haben wir eine 240er AEO. Ohne großartig RGB-Gedöns und so weiter und so fort. Ich würde einfach mal sagen, wir gucken mal hier auf der Seite. Was haben wir denn hier alles sehen? Also. Ja, Fanspeed 600 bis 1800 Umdrehungen, Aluminium, bla bla bla. Also das Übliche halt eigentlich, was hier draufsteht. Ja, so Speed, der Pumpe ist 2600 ungefähr. Da bin ich echt mal gespannt, ob sie denn auch die Leistung bringt, die beschrieben wird. Wir haben hier den 4-Pin-PWM. Also ich denke, da muss ich nicht wirklich viel dazu sagen. Ich würde sagen, wir packen das Ding einfach mal aus und gucken uns das halt einfach an. Anleitung. Da haben wir das Material, da haben wir den Lüfter und da haben wir das gute Stück auch schön verpackt. Zack, weg mit dem ganzen Kram. Da ist das gute Stück, das schiebt man erstmal zur Seite. Wir schauen uns jetzt erstmal das ganze andere Zeug hier an, was wir haben. So wie es aussieht, gibt es hier scheinbar auch eine 360er-Variante. Also ich weiß, von Intertech gibt es eine 120er, eine 240er. Die 360er leider nicht. Die hätte mich tatsächlich mal interessiert, wie die leistungsmäßig unterwegs ist. Weil das sieht man auch hier. Ja, steht es auch mit drauf. Schade. Müssen wir mal gucken. Also, wir haben hier auf jeden Fall die Anleitung wieder. Standardmäßig ist das jetzt nur auf Englisch. Also die ist nur auf Englisch gehalten. Und hier ist auch noch abgebildet, die 360er. Ja, und ansonsten haben wir hier standardmäßig, wie man es denn verbaut. Hier ist das Kabel für die verschiedenen Plattformen, also ist für alle möglichen gängigen Plattformen. Hier haben wir natürlich das AMD, haben wir hier noch, ja, sogar FM2, bla bla bla, 3, AM4. Also das sind wir auf jeden Fall gut dabei, ja. Ansonsten gibt es hier gar nicht viel. Wir haben hier den CPU-Fan quasi, also für die Lüfter, und dann haben wir hier nochmal den Connector für die Pumpe. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Ich denke, für die einen oder anderen von euch ist das mit Sicherheit hilfreich. Da haben wir nochmal, was wir alles genau dabei haben, wie man es eventuell mutiert. Und genau, die Beschreibung. Ja, wenn man das passt, dann haben wir auch dabei. Ich würde sagen, wir gucken uns einfach mal an, was hier noch so dabei ist. Und dann. Also, wir haben hier auf jeden Fall wieder für AMD, ja. Nicht wie bei einem anderen CPU-Kühler. Also es ist massiv, Alter. Ich kann da gar nichts biegen, ja. Also das ist auf jeden Fall, wird auch mit Sicherheit ein bisschen was an der Kühlung abnehmen, ja. Beziehungsweise wird dazu ein bisschen beitragen, auch wenn da nicht wirklich Wärmeleitpaste passt oder sonst irgendwas dabei ist. Aber das nimmt auf jeden Fall ein bisschen Wärme ab. Ist auf jeden Fall stabil. Wir haben hier AMD draufstehen, Intel draufstehen. Sogar diese Dinger sind sehr stabil. Gucken wir uns mal an, was wir sonst noch alles dabei haben. Ich denke mal, das ganze Montagezeug, was wir sonst noch brauchen. Also wir haben hier einmal für unten drunter wieder zum Befestigen. Das können wir dann hier unten dran kleben, damit wir das ein bisschen besser, ja, dass es besser hält. Dann haben wir hier natürlich für die Lüfter noch, das ist wieder auch sehr löblich, haben wir natürlich wieder so ein Y-Kabel für die zwei Lüfter. Dann haben wir die Wärmeleitpaste. Schauen wir mal, was wir mit der eventuell machen. Ob wir die testen oder ob wir einen anderen nehmen, wenn wir es reinbauen. Unterlegscheiben bzw. Befestigungsscheiben. Hier haben wir natürlich noch die ganzen Verbindungsstücke, was wir alles hier brauchen. Und hier auch noch für die Lüfter bzw. die Befestigung. Ich würde sagen, wir packen den Kram einfach mal alles nur beiseite. Und gucken uns jetzt erstmal die Lüfter an. So, also das sieht auf jeden Fall schon mal interessant aus. Wir haben hier, ja, also Kabellänge ist, würde ich fast behaupten, lang genug, ja.
Ich meine, länger müssten sie, glaube ich, nicht unbedingt sein. Also man will es vielleicht, keine Ahnung, wo befestigen. Ansonsten, wie gesagt, PWM hier, dass es über quasi das Mainboard geregelt werden kann, über die Temperatur, macht natürlich Sinn. Ansonsten haben wir ein Design, ja, das habe ich so jetzt eigentlich selten gesehen. Ob das jetzt wirklich zu der Lüftung beiträgt, von der Kühlung her, von der Qualität, das lasse ich jetzt mal dahingestellt sein. Aber das werden wir auf jeden Fall sehen, auch von der Lautstärke her, wenn wir das ganze Ding dann verbauen, ja. Beziehungsweise es sieht auf jeden Fall mal interessant aus, ja. Ja, ist auf jeden Fall stabil. Soweit ganz standardmäßig, würde ich fast behaupten. Was natürlich cool gewesen wäre, tatsächlich, wenn hier noch so ein bisschen so ein Gummiding drüber gewesen wäre, ja. Damit die Vibrationen ein bisschen abgefangen werden. Das wäre natürlich cool. Das hätte ich mir gewünscht, ja. Das ist so ein bisschen kleiner, ja, Minuspunkt, würde ich fast mal behaupten. Ansonsten, was gibt es dazu noch zu sagen? Also die Wasserkühlung wiegt an sich 856 Gramm komplett, ja. Ohne beide Lüfter wiegt sie nur noch 630 und ein Lüfter wiegt 113 Gramm von denen, ja. Also es ist schon ein Gewicht für sich, 856 Gramm komplett oder so, aber geht. Und wir haben hier bei Alternet aktuell kostet die Wasserkühlung 60 Euro komplett. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt einfach mal die Wasserkühlung hier an. Also ich muss sagen, ich bin sehr überrascht. Die ganzen Finnen hier, wie man sieht, ja, die sind bis hier offen ganz, ganz minimal. Also keine Beschädigungen dran, ja. Es ist sehr sauber verarbeitet, muss ich echt zugeben, wenn ich mir das so angucke. Auch von der Kabellänge her, denke ich, ist das so das Standardmäßige, was man hier so hat, ja. Sieht auf jeden Fall gut aus. Die Schläuche sind auch wirklich echt gut verarbeitet. Und dann haben wir hier unten natürlich noch auch eine schöne Abdeckung drüber. Schön glatt, schön sauber. Müsste wahrscheinlich Kupfer oder irgendwas sein oder was das genau sein soll. Hier können wir es eventuell noch nachfüllen. Ja, und ansonsten haben wir hier das Pumpenkabel noch zum Anschließen. Ja, ich muss sagen, wenn eine günstige Wasserkühlung sucht, wird wahrscheinlich mit so einer mit 60 Euro zufrieden sein. Sie soll ca. 250 Watt abführen können. Das werden wir natürlich dann testen in anderen Gehäuse. Wenn wir das Ding verbauen, um einfach mal die Qualität zu sehen, zu einer 360er und zu einer 240er I/O. Vor allem von der Lautstärke her würde mich das interessieren an der Pumpe. Ich meine, hier ist kein RGB oder sonst irgendwas dabei, aber brauchen wir auch nicht unbedingt immer, ne? Ich meine, so sieht es relativ gut aus. Preislich liegt es auch relativ gut im Rahmen. Da würde ich einfach sagen, wir wechseln die Kamera. Ich baue das Ding mal ein, gucke mal, wie die Qualität ist und so und dann sehen wir uns gleich wieder. Na, meine werten Freunde, könnt ihr das hören? Das sind die Lüfter, die laufen aktuell mit Full Speed. Ich lasse den PC gerade unter Prime laufen, ja. Und zwar haben wir hier die 240er Wasserkühlung und die ist normal hier Pumpanschluss und Lüfteranschluss. Wir haben hier tatsächlich haben wir das standardmäßig über ein Y-Kabel angeschlossen. Dann haben wir hier natürlich noch die Wasserkühlung, ja, die man sieht. Da haben wir die Lüfter drauf gezwirbelt. Die haben ja die komische Form, wo ich euch gesagt habe. Also es hört sich so ein bisschen so an, ja, wie es sich halt üblicherweise von so einem Lüfter anhört, ja. Also ich meine, wir kommen hier so bei 65 dB kommen wir raus, wenn sie wirklich tatsächlich auf Fullspeed läuft. Aber ansonsten von der Pumpe kann ich jetzt eigentlich eher weniger was hören. Jetzt gehen wir mal kurz hin und stellen das System mal um, dass ihr mal hört, wie das sich im Idle anhört. Also easy peasy, Leute. Ich bin jetzt gerade aktuell im BIOS und wie man hört, hört man minimal was, ja? Also ich meine, ich habe die Lüfter jetzt extra mal hinten dran gemacht, dass sie das hier quasi durchzieht und nicht vorne dran, aber das kommt halt auch immer darauf an, wie man das Ding einbaut, die Wasserkühlung. Aber ansonsten hört sich das richtig geschmeidig an, ja? Also jetzt nicht wirklich störend, sondern angenehm, auch nicht wirklich laut. Meiner Meinung nach könnten sie vielleicht ein bisschen leiser sein, die Lüfter, aber ansonsten würde ich einfach mal sagen, ich habe euch jetzt mal gezeigt, wie man sie anschließt. Hier ganz einfach, nichts Großes. Und dann wechseln wir jetzt einfach mal rüber ins Windows und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wir sind jetzt hier auf meinem kleinen Testsystem. Wie man hier schon sieht, habe ich hier schon einen Hardware-Monitor auf, habe auch Prime hier im Hintergrund auf. Prime habe ich jetzt wieder beendet, also die CPU pendelt sich jetzt im Idle hier ein. Ich weiß nicht, wir haben hier wieder im Zimmer 22, 23 Grad, je nachdem plus minus. Also temperaturentechnisch liegen wir hier auf jeden Fall im grünen Bereich. Der Verbrauch ist auf jeden Fall niedrig. Ja, ich habe die CPU mit Precision Boost getaktet. Das bedeutet auf 4,1 GHz. Ja, wir kommen hier vielleicht mal auf maximal 1,28, 1,3 Volt vielleicht oder so. Aber ändert sich hier tatsächlich nichts. Ja, also im Idle
sind die Lüfter so gut wie gar nicht zu hören, geschweige denn temperaturmäßig sind wir hier im grünen Bereich. Also die bringt auf jeden Fall die Leistung, die sie bringen soll. Die Pumpe läuft auf jeden Fall, die höre ich gar nicht. Das Einzige, was ich höre, sind die Lüfter tatsächlich, wenn sie hochdrehen. Aber so bei 1100 Umdrehungen höre ich gar nichts. Das Schöne ist natürlich, wir haben hier noch die Lüfter, die gehen auf 1900 Umdrehungen hoch, ne? Maximal wären normalerweise 1800 gewesen. Das heißt, wir haben hier noch ein kleines Plus, was natürlich sehr schön ist. Wie sie sich dann im Langzeittest zeigen wird, ob es da irgendwelche Probleme gibt, ob da die Pumpe dann irgendwann mal Mucken macht oder sonst irgendwas, das werde ich euch auf jeden Fall im Nachtest wissen lassen. Aber man sieht hier definitiv für den Preis, ja, 240 IO, wenn man was Solides möchte, ohne irgendwie großartig RGB-Schnickschnack, einfach anschließen, draufbauen. Ja, die Montage, die ist auch ganz easy. Ja, man macht einfach die AMD- oder Intel-Halterung ab, setzt die anderen oben drauf und das ist schön beschrieben. Dann hat man da keine Probleme. Ich habe es euch ja gezeigt. In diesem Sinne würde ich einfach sagen, wir wechseln jetzt mal die Cam wieder. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder sonst irgendwas, lasst mich gerne wissen. Packt es unten rein in die Kommentare. So, da hinten haben wir das gute Stück stehen. Das andere habe ich euch ja jetzt schon alles soweit erzählt. Also, ich bin zufrieden. Pumpe, wie gesagt, alles andere ist leise, bis auf die Lüfter, wenn sie ein bisschen hochdrehen. Kann man zur Not auch wechseln, aber im Normalfall laufen die relativ geschmeidig. Ja, oder man kann sie sich sogar noch selbst im BIOS ein bisschen anpassen. Ich denke, das ist alles, ja. Alles ein bisschen, sagen wir mal so, meckern auf hohem Niveau. Ich meine, wir haben hier für 60 € eine Wasserkühlung, die eine sehr hohe TDP hat zum Abführen. Also da könnt ihr auf jeden Fall auch, wenn ihr CPUs-mäßig habt oder sonst irgendwas, auch für zum Übertakten benutzen. Das packt ihr auf jeden Fall. Ja, ihr habt es ja selbst bei meinem Ryzen 3100 hier gesehen. Ja, der ist ja teilweise moderat übertaktet, ja, aber auch ein bisschen mit der Spannung angepasst. Deswegen kann ich ja auf jeden Fall meine Empfehlung für mich, also für euch aussprechen, ja. Im Gegensatz zu der 360, die ich hier gehabt habe, haltet die auf jeden Fall hier mit, ja. In diesem Sinne würde ich euch sagen, gönnt euch, packt mir wie gesagt unten in die Kommentare rein, liken, abonnieren nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat. Bis dann, ciao. Thank you.